Und da ist dann, sind dann die richtig bösen Jungs drin, oder wie? Na also, hoffen wir, dass sie das aufhält. Ich glaube, das hat auf jeden Fall geholfen. Die Spannung in der Kugana-Kolonie lösen. Das war's schon. Hier sind aber noch zwei neue Quests. Wenn ich das richtig sehe. Da drüben irgendwo. Lebt denn hier nur jetzt noch jemand? Ich hätte jetzt gedacht, dass wir dieses Gebiet dann als Besiedlungsort nehmen. Wer redet da? Sektor 7 ist voller Reliktscheiß. Wir müssen hier weg. Alles klar, ist notiert. Ich hab nachgedacht. Wir gehen später nochmal mit mehr Männern rein. Mir hat vielleicht in ihrem Büro Informationen über die Wasserquelle. Du meinst an den Docks? Die haben da abartige Sicherheitsmaßnahmen. Da kommen wir nie rein. Hey, ich versuche nur eine Lösung zu finden. Wir können ja schlecht das gesamte Ödland durchkämmen. Sag mal, hast du eigentlich daran gedacht, den Funk auf Einzelempfänger zu stellen? Was? Oh, sch... Ha, die Verbindung ist abgebrochen. Nia hat also eine geheime Wasserquelle. Sollte sie sich je entscheiden, den Handel damit einzustellen, wäre das eine absolute Katastrophe für jeden, der hier lebt. Gucken wir uns an. Das gefährdet das langfristige Überleben aller, die hier sind. Krogana ebenso wie Exilanten. Wir müssen versuchen, die Situation zu verbessern. Wir machen uns jetzt also auf die Suche nach Wasser? Diese Plünderer haben über die Sicherheitsmaßnahmen rund um Enias Büro gesprochen. Ich wette, dort werden wir fündig. Hey, ein paar Leute haben behauptet, dieses Reliktzeug könnte Planeten bewohnbar machen. Wasser erschaffen und all sowas. Ja, das Reliktzeug kann lauter coolen Scheiß. Du könntest vielleicht versuchen... Sehe ich für dich etwa wieder Pathfinder aus? Ich gehe nicht mal in die Nähe der Relikte. Und da oben... ist also noch jemand. Scheint, als wären wir doch noch nicht ansatzweise fertig hier. So, irgendwo gibt es einen Eingang in das Gebäude, ziemlich sicher. Boah. Was war das? Ich will nicht diesen Bildschirm, ich will scannen. Initiative Kerntech mal wieder. Auch noch ein Computer und ein Datenpad. Überfallpläne. Das abgestürzte Schiff finden. Wir müssen was unternehmen, Kleiner. Wir können nicht zulassen, dass... Plünderer Leute ermorden, ja, ja, ich weiß. Okay, zwei Plünderer in einer Übertragung über ein abgestürztes Schiff gesprochen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir da hin. Ich sollte vielleicht vorher diesen Außenposten mir holen. Dann habe ich nämlich alle. Ja, Außenposten und dann gehen wir darüber und dann nochmal zurück zum Paradies. Beeilen wir uns. Wir müssen so schnell wie möglich dorthin. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier am Ende außer der Krogana-Kolonie nicht mehr sehr viel stehen wird. Weiß auch nicht, wie ich darauf komme. So. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich den Nomad geparkt habe. Deswegen versuche ich jetzt zu Fuß zu dem Außenposten zu gelangen. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich hier falsch bin. Ja, bin ich auch. Weil ich den Wegpunkt... Hä? Warum ist der Wegpunkt neben dem Ding? Hä?
Seltsam. Muss auf jeden Fall wieder da rein. Machen wir mal ganz kurz Turbo-Modus an. So, es ist so seltsam, dass man noch ohne irgendein Geräusch läuft. So, und jetzt müsste ich hier... Bin ich auch falsch? Hä? Okay, ich glaube, das ist noch ein weiterer Weg zu diesem Außenposten. Vielleicht doch besser den Nomad nehmen. Ich hätte gedacht, das hier wäre jetzt ein geeignetes Besiedlungsgebiet. Naja, die Plünderer-Absteige wird auf jeden Fall bald geplündert werden, denke ich mal. Das ist nur dieser kleine Raum ohne Inhalt. Waren wir da oben drin? Zugang zum gesicherten Lager erhalten. Ich habe doch jetzt gerade Zugang zum gesicherten Lager. Eine hätten wir. Sicherheitsoverwrite durchgeführt, 1 von 3. Ah, ich muss die Sicherheitsterminals hier suchen. Ich habe nicht mal einen Wegpunkt dafür. Ah, doch, die werden so... Ungefähr werden sie angezeigt. So, 2 von 3. Ist geschafft, Pathfinder. Es fehlt nur noch eine Konsole, um die Tür zu öffnen. Ich weiß ja nicht mal, welche Tür. So, da ist noch eine. Ich bin gespannt, was wir bekommen. Beziehungsweise, ich bin gespannt, wo wir was bekommen. Hier ist es echt stinklangweilig. Wieso? Das hätten wir. Die Sicherheitssysteme sind deaktiviert. Sonst noch was, Sam? Nein, Pathfinder. Sie sollten jetzt Zugang zu dem Lagerraum haben. Ja, wo ist der Lagerraum? Was denn für ein Lagerraum? Hier hinten auch, oder wie? Aber hier war ja eigentlich nur die Konsole für den... für die Sicherheitssysteme. Ja, hier ist auch sonst nichts. Kann ich mir hier noch irgendwas vorstellen? Das da könnte der Lagerraum sein. Das ist ein kleiner, abgeschlossener Raum. Ja, Zugang zum gesicherten Lager erhalten. Perfekt. Scan-Zeug gibt's hier. Adaptiver Knoten wieder natürlich. Und ohne Ende Mods. Und hier ist der gute Loot. Ah. Hornet 6. Hornet war eine echt interessante Pistole in Mass Effect 3. Und nochmal sogar. Boah, hier ist echt viel Loot. Eigentlich sollte mein Inventar so gut wie voll sein. Schuppenfaser. Okay. Ich glaube, ich gehe dann doch mal ganz kurz skillen. Kampfwerkzeuge, Kampffitness. Ich skill mal wegen dem Profil. Hier Infiltrator, Rang 5. 116 Fähigkeitenpunkte in Kampf und Tech investiert, okay. Kann man irgendwo sehen, wie viele ich da schon drin habe? Ich habe 20 Punkte noch zur Verfügung. Ich kann hier nicht sehen, wie viele ich schon in reingepackt habe, ne? Biotik ist ja uninteressant. Ich skill mal in Kampf eine Runde. Vielleicht schalte ich was Neues frei.
Sturmgewehre werde ich nie benutzen. Aber warum nicht? So werden wir wenigstens mal unsere Punkte los. Elite-Soldat ist auf Rang 4. Tech-Schadensbonus gegen Panzerung, gegen Schilde. So. Einmal alle Punkte vergeben. Und jetzt... Ah ne, wir können noch nicht per Schnellreise zum abgestützten Schiff. Weil ich wollte ja noch diesen Aufklärungsposten haben. Und Alter, diese Fliege nervt. Ist nicht mittlerweile gelernt, dass es hier nichts gibt. So, diesen Außenposten will ich noch haben. Da gehe ich mit Phoebe hin. Genau. Außenposten, Schiffswrack, Paradiese. Das ist unsere Dringlichkeitsreihenfolge. Dass ich da durchgepasst habe, hat mich jetzt sogar selber erstaunt. War ich da drin? In diesem kleinen Gebäude? Nee. Und zerlegen will ich nix. Wir haben genug Zeug. So. Lass mich raten, hier darf ich nicht mit dem Nomad durch. Wenn ich jetzt aussteige und diese Tür, kann ich diese Tür nicht mal öffnen, weil ich nicht dran komme. God damn it. Jetzt aber, oder? Wie weit muss der Nomad denn wegstehen, damit ich das machen darf? Ah, jetzt die Tür offen. Nein, der passt da nicht durch. Na, ganz großes Tennis. Ja, dann muss ich da doch zu Fuß durchlaufen, um den Aufklärungsposten zu bekommen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Irgendwo in die Richtung. Chehenatal. Okay. Ah, er wird schon angezeigt. Da ist er. Dann kommen wir ja auch endlich hier weg. Das war zu hoch, aber ich habe doch vorher abgebremst. Und jetzt geht's auf einmal. Mobbing. Pures Mobbing. So. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Pathfinder. Diese Technologie wurde von den Plünderern gebaut. Ja, komm, wir nehmen die auch noch eben schnell auseinander. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Keine Ahnung, ob die hinter etwas stehen oder nicht. Der stand hinter etwas. Hä, ist das kein Explosivcontainer, hinter dem der sich da duckt? Drei weg. Vier weg. So. Gab's hier jetzt irgendwas Besonderes oder habe ich das einfach so gemacht?
Ein Mineralextraktor. Ein Datenpad. Sehen wir uns an, was drauf ist. Ah. Little Maus, bin der Bande zu einem kleinen Lager gefolgt, nur ein paar Dutzend Leute. Ein Typ stand auf einer Kiste, fast noch ein Junge. Sie haben ihn Little Maus genannt. Er hat von Freiheit und Sicherheit geredet und die Gruppe hing ihm an den Lippen. Für mich klang's nach totalem Schrott, aber ich hatte recht, das Lager von den Burschen ist ein Jackpot. Ich rufe die Jungs, das hält uns monatelang über Wasser. Sam, dieser Little Maus, kannst du seine Position ermitteln? Dafür habe ich nicht genügend Informationen, Pathfinder. Aber vielleicht kann ich den Plünderer aufspüren, von dem diese Loks stammen. Okay. Dann versuche er sich daran. Wir reisen mal schnell eben noch woanders hin. Holen uns einen neuen Nomad. Und gehen dann nach Shuttlebergen. Ich glaube, an der Stelle waren wir sogar schon. Fluorid nehmen wir mit. Es ist auf jeden Fall recht angenehm, dass uns jetzt aktuell niemand mehr auf die Nerven geht. Ballert auf wen anders, ich habe keine Zeit für euch. Passen Sie auf den Kater auf! Jaja. Habe ich gesehen, bin ich nicht reingefahren. Alles gut. Hier ist noch irgendein unbekannter Ort. Mit Relikten. Ja. Lassen wir die Relikte unter sich. So. War ja nicht so schwer. Na, alles klar bei euch? Wer seid ihr? Ach, es kommen weitere. Hängen so ineinander, da kann ich ja gar nicht daneben schießen. Na Leute, alles klar bei euch. Ihr Timing ist perfekt, Pathfinder. Eine Minute später und diese Plünderer hätten uns vermutlich die Haut abgezogen, um sich daraus Jacken zu machen. Das wäre echt eklig. Das meinen Sie nicht ernst, oder? Wer weiß. Wir haben Geschichten gehört. Die Trostlosigkeit macht die Leute ein wenig unausgeglichen. Ich nehme nicht an, dass Sie uns vielleicht Hilfe rufen könnten? Doch, natürlich. Sam, übermittle der Tempest diese Position und sag ihnen, sie sollen einen Shuttle herschicken. Schon geschehen, Pathfinder. Hilfe ist unterwegs. Wir werden einfach hier warten, bis wir abgeholt werden. Ich glaube nicht, dass uns noch weiterer Ärger droht. Und nochmals, danke. Kein Problem, ich helfe immer gerne.